Peng, paff, puff, paff, peng, 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 pam, pum, 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 pam, 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 pam. Mit Wamba, Enno und Bravo. Hallo. Ja, Mann, der Schluss hat sich gerade ein bisschen angehört wie Paul und Bossé. Ist das auch ein Viersitzer? Nee, das ist ein Zweisitzer mit Kofferraum. Wir können auch zu Fuß, das ist nicht weit. Außerdem müssen wir, glaube ich, ein bisschen sneaky vorgehen, weil wir müssen alle töten. Niemand darf leben. Achso, wir sind auf so einem Mordakt nur unterwegs, okay. Ja. Fuck, bin getroffen! Ich glaube, unser Commander, wurde von dir über den Haufen gefahren. Nein, das war ich nicht. Scheiße. Nee, wir sind alle zu Fuß unterwegs. Das hat ganz schön weh getan. Du kamst doch gerade aus diesem Fahrzeug hier raus, ne? Ja. Hab ich genau gesehen. Doch, doch, dann hast du das nämlich. Nein. Doch. Achtung, da vorne ist das schon. Oh. Ich sehe es. Okay. Ist tot. Also, ist das mit den Genfer Menschenrechtskonventionen vereinbar, was wir hier machen? Genfer Menschenrechtskonvention? Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Da ist noch einer, genau da. Das ist Ziel da. Ich vermute, wir müssen hier hoch, richtig? Wir müssen alle töten, die da sind. Aber hier oben in dem Stützpunkt, richtig? Nein, unten auf der Straße. Nein, unten auf der Straße. Da mit dem links. Das Gebäude, was das Kreuz auf dem Dach hat. Genau. Ah. Falls ein der Einsatz fehlschlägt, wie ist dann die Vorgehensweise? Wir müssen dann ja relativ schnell handeln. Also theoretisch wäre das dann, wenn der Einsatz fehlschlägt, feuerfrei, sodass wir alle doch noch erwischen. Okay. Also, ja. Es sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 9 Ziele noch. Einer wurde gerade vom Passanten überfahren. Wollten wir mal einen Talk, vielleicht schaffen wir alle. Liegt wohl auf der Pilgerroute. Okay, wir haben direkt hier vorne zwei Leute. Staaten, Mexiko, direkt bei uns und auf der anderen Seite sind auch zwei Leute. Ich sehe reichlich ganze Aktivität da drüben. Theoretisch. In dieser Gegend, da ich sie eh nicht markieren kann, kann ich euch höchstens ansagen, wo sie sind. Reaper, hast du eine gute Position? So semi, ich bin gegenüber von dem Gebäude mit dem Dingsbums hier, mit dem Kreuz drauf und so einem kleinen Ruinending. Commander? Okay. Ja? In meinem Blickfeld die Straße sehr weit entlang sich ein wahrscheinliches Tango. Ich erkenne eine kleine ganz Gruppe zum Freunde. Ende der Straße, also ganz zum Ende, wo die Häuser genau, sind. Genau, die mit der weißen Kleidung. Genau, gut, ja. Läuft gerade Richtung Gebäude. Ist leider nicht alleine, ist aber auch eins von den Zielen. Wir haben vorher schon hier am ersten Gebäude, da haben wir zwei Leute. Mann, diese. Die scheiß Drohne funktioniert nicht, sie wird gestört. Der Störsender von dem Stützpunkt oben ist ganz vielleicht schön ist der Störsender eher. Achso, das ist oben der Stützpunkt. Ja, also ich kann über die Gebäude rüberfliegen, aber halt auf der anderen Straßenseite. Okay. Schild, ne? Ja. Ich schlage eine Sache vor. Ich gehe an der Straße entlang, dass ich die, ich sag mal, also bergabseitige Straßenende abdecken kann, falls jemand flüchtet. Ich denke, dafür ist Reaper ganz gut positioniert, um die abzufangen. Okay. Wenn hier was rauskommt, ist es tot, aber ich weiß halt nicht, von wo sie alle kommen könnten. Überall zwischen den Gebäuden. Da kommt ein Sportwagen. Ja, der ist gefährlich für uns. Okay. Am besten nicht sehen lassen. Wenn der uns sieht, dann könnte es halt kritisch werden. Hat er jemanden bemerkt? Nee, ne? Ich fühle mich beobachtet, aber ich glaube anscheinend nicht. Es war gerade so. Es war sehr knapp. Okay, ich versuche gerade. Das ist echt schwierig da hinten. Also wir haben einen hier am mittleren Gebäude. Der müsste ziemlich weit vorne sein. Der ist jetzt gerade alleine. Mit der schwarzen Cowboy-Hut? Ja, genau, der schwarz gekleidete Typ.
Das heißt, alle, die irgendwie extravagante Kleidung haben. Puh. Jetzt bewegt er sich leider. Der hätte aber nicht ausgeschaltet werden können. Ja, aber eben da, wo er stand, hätte er ausgeschaltet werden können. Negativ, der wird gesehen. Aber nicht von relevanten Leuten. Von einem Kartelltypen, der da oben mit seiner Mini-Uzi rumsteht. Enno, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie das der Commander dazu sagt. Wir könnten natürlich auch die Fluchtwege vermieden. Bei Bedarf. Tango getötet. Das wäre schwierig, weil da halt... Ziele ausgeschaltet. Ziviler Verkehr. Mit C4. Ja. Wir haben jetzt... Hier vorne ist noch der eine wieder. Ich sehe eine Person, der die flüchtet. Das ist nicht relevant, das ist okay. Nur eine Frau. Also, klingt was, aber... eine zivile Mitbewohnerin. Also ihr könnt vorrücken zu dem großen Gebäude in der Mitte, aber bleibt auf der Straße. Mhm. Und auch auf der Seite der Straße, ganz wichtig. Ja, da kommt ein Fahrzeug, ist schlecht. Die Person, die da direkt vor mir steht, grauer Pullover, brauner Hose, Zivilist. Okay. Zivilist. So, ihr seht, wenn ihr der Straße weiter folgt, da sind zwei Ziele. Ja. In der Kurve da hinten. Ja. Genau, direkt vor uns. Die beiden ausschalten. Okay, Ausgeschalten. Ausgeschalten. Da wäre gut, ein jetzt haben wir noch Counter besser gewesen, glaube ich. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Wir haben jetzt noch vier Ziele, die sich alle hinter dem großen Gebäude befinden, wo ihr gerade drin seid. Commander, Frage, sind die Ziele sehr nah beieinander? Relativ. Also immer ein Zweierpärchen quasi. Ansonsten eins als der Sprengdrohne. Okay, einer ist ausgeschaltet, das haben die anscheinend nicht mitbekommen, oder? Musste ich machen, weil sonst wären die zwei da unten aufgeflogen. Ich sehe eine Person mit rotem Pullover. Scheint auch eine der Ziele zu sein. Könnte ich erledigen. Meine Drohne ist hinüber. Ich kann dir gerade leider nichts sagen, meine Drohne ist gerade hinüber. Wissen wir, wo diese Sicarios sind? Commander würde mich auf dem Dach des Gebäudes, wo wir uns befinden, positionieren. Ich weiß nicht, ob du von da unbedingt mehr siehst. Nee. Also. Commander, bin im Gebäude, hätte ja am hinteren Ausgang einen Tango mit Waffe. Ist der so ein bisschen links da, wo du hinguckst jetzt? Genau, schwarz gekleidet, Cowboy-Hut. Kannst du ausschalten. Okay, sehr gut. Zwei Ziele noch. Einer ist quasi im Hintergrund. Ein Ziel flüchtet. Ich weiß nicht, ob der ein Ziel ist. Also ich sehe kein Ziel, das flüchtet. Bei mir sind beide noch okay. Hinten drin. Dann wir haben einmal... wann war da, wo du eben hingeguckt hast? Ja. So die Richtung, wo du jetzt hinguckst, so ein bisschen rechts. Da in der Ecke steht noch einer. Und einer steht genau auf der anderen Seite des Lagers, unten in der Ecke. Der ist bewaffnet, kann das die Person sein? Ja, könnt ihr ausschalten. Okay, ist erledigt? Ja, ist weg. So, wenn ihr jetzt auf den zugeht und dann nach links runter geht. Mhm, finde ich sie da. Und zwischen den Häusern durchguckt, dann müsste geradeaus noch einer sein, ganz am Ende beim anderen Gebäude. Erledigen? Ja. Okay, ist erledigt. Okay. Wir hatten hier in Espiritu Santo gerade eine Schießerei. Damit sind wir soweit fertig. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. Okay. Wir sollen weitermachen, indem wir woanders hinfahren und da aufräumen. So ein Typ möchte ich gerne bei mir dann später in der Hütte stehen haben. Bitte? Ja, hier, so ein Reaper. Mhm. Ich höre hier irgendwie komische Musik. Aber ein bisschen detaillierter ausgearbeitet. Ja, aber so die Idee ist ja schon cool. Die noch eine schwarze Kutte anziehen und ein bisschen Blut so im Gesicht runterlaufen lassen. Also auch ein bisschen Blut an der Sensenklinge. Genau. Ich verstehe dann. Und den stellt man dann an die Eingangstür und wenn irgendjemand so wie die Zeugen Jehovas oder so klingeln, dann direkt: Kennt ihr den? Der war beim letzten Mal da. Das ist mit ihm passiert. Ich fahre.
Für die Zeugen Jehovas habe ich eigentlich immer Folie im Flur ausgelegt und einen Baseballschläger bereit. Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist der Commander, okay. Ha. Da wurde ich überfahren. Der Straße. Da war ein Verkehrsunglück. Diese Zivilbevölkerung hier ist jedes Mal aufs Neue göttlich. Ja, die ist so. Die hat so einen Lenny-Charakter. Süßig Oh, guck mal, da hat jemand gegen den Baum gefahren. Wer könnte das bloß gewesen sein? Das war derjenige, der unseren Commandermann aufgesetzt hat. Ja, wer sowas macht. Könnte das nur gewesen sein, ne? War ja nur eine kleine Schramme. Derjenige, der sitzt gerade vor mir und fährt. Da ist ein Krankenwagen. Ja, irgendwas ist da vor uns. Das sind feindliche Fahrzeuge. Ist das ein Konvoi? Ja, vielleicht. Also. So wird bei mir nichts angezeigt, aber da sind halt zwei feindliche Fahrzeuge. Okay, sie fahren los. Okay, das war's mit jetzt. Die Begleitfahrzeuge sind weg, ich schalte mal den Krankenwagen aus mit euch. Ich gebe Unterdrückungsfeuer, vielleicht hat er ja an. Setze Drohne ab. Boah, dieser Wagen fährt irgendwie mit höchsten Umdrehungen, aber schaltet nicht hoch. Ich glaube, er steht. Wartet, fahrt. Ja, hier auch stehen bleiben. Wow. Nicht weiter an die Straße folgen. Wir dürfen hier nicht zu viel Lärm machen. Vor uns sind weitere Ziele, die wir ausschalten sollen. Ich melde den Rebellen, wo das Zeug ist. Oh, das brennt das Auto? Ja. Dann raus hier. Und einmal Deckung suchen, weil vor uns die Gebäude sind schon wieder ein Lager, wo wir aufpassen. Okay. Sollen. Wieder alles töten? Ja. Okay, ich befinde mich bei Scharfschützen. Gibt's den Kleinen sogar in groß? Also, wenn ihr auf die Häuser guckt, auf der linken Seite, ganz links an der Ecke des Hauses, Windeingang. Ja, genau. Habe ich im Visier? Kann ausgeschaltet werden, da ist keiner. Erledigt. Sehr gut. Direkt vor uns, auf dieser Straßenseite, befinden sich drei Personen auf einmal. Hab nur einen im Visier. Ja. Sind wir auch geflogen? Nein. Ja, anscheinend. Ich doch nicht, glaub. Du hast jetzt wie lange auf der Santa Muerte Pilgerreise durch. Dann war das aber andere. Das war eine Splittergruppe, die das mitgekriegt hat. Aber bis jetzt ist noch alles ruhig. Ja, scheint so. Ich wollte gerade schon losfeuern, aber die bewegen sich ja nicht. Malle, La Santera gibt uns Zeit zum Pilgern. Und ich sagte ihr, dass Mima mal krank ist. Und sie nannte mir die Opfer, die ich unterwegs bringe. Deine arme Mama, wait. Ist noch alles gut mit dem Auftrag? Ich glaube. Ja. Okay. Es ist ätzend, dass ich die nicht markieren kann. Was ist denn los? Da wurde ein Typ überfahren. Ja. Einer unserer Ziele wurde überfahren. Ihr seht bei dieser Santa Muerte, bei dem Gebäude, ich nenne es mal Kirche, da steht einer vor. Ist das ein Ziel? Ja, neben ihm müsste inzwischen noch einer stehen, so bei den, also rechts davon, wo die Straße lang fährt, da ist so ein Betonklotz, wo der vorsteht. Das ist auch ein Ziel. Zwischen Kirche und der Statue sozusagen. Ja, der eine bewegt sich, ich weiß jetzt nicht, ob er auf euch zukommt. Oh, der könnte überfahren werden. Der scheint Richtung, nein. Ja, schade. Der ist irgendwie nervös geworden wegen der Leiche, aber da können wir ja nichts für. Einer steht hier oben auf dem Balkon auf unserer Seite. Der Straße zugewandt. Ich weiß nicht genau, was die vorhaben. Die kommen alle auf euch zu irgendwie. Wo sind ist der Scharfschütze? Hinter den Gebäuden. Bin ich, dass sie die einkesseln? Da, wo sie hinrennen. Die wollen nämlich zu mir. Wieso? Weil ich denen immer mal eben so kurz meine Maske rausgehalten habe und gesagt habe, guck mal hier, hier ist einer, kommt doch ein bisschen, kam. Ja. Aber sie denken einfach nur, das ist eine Halluzination. Mehr denken sie nicht. Jetzt sind sie schon wieder umgedreht, die Drecksäcke. Also der vor der Kirche kann ausgeschaltet werden. Ausgeschaltet? Okay. Da bewegt sich einer über die Straße.
Ja, der latscht auf den Betonklotz mal wieder zu. Nimmt da wahrscheinlich seine Position ein, ja. Ja. Okay, bei ihm ist aber jetzt noch einer, da kommt noch einer auf ihn zu. Und zwischen... Reaper, sei vorsichtig, da kommt auf dich zu, der eine. Ist der auf der Straße? Ja. Ich werd beschossen! Verdammt. Er ist hier bei dem... Wann war es hier irgendwo gefallen? Au! Hinter uns! Ich habe einen ausgeschaltet. Ich bin bei dem Bach, ich sehe wann war. Versuche unseren Sunny zurückzuholen. Ich versuche dir Deckung zu geben, soweit es geht. Hi. Ist doch nicht Wanwa gewesen. Doch. Ist doch Wanwa gewesen, okay. Okay, ich habe ihn. Haben wir noch mehr zu mir? Danke. Ich weiß nicht, was das war. So, ich sehe Enno, ja, ich sehe ihn. Die Drohne ist oben. Das war's. Bis zum letzten Mal gekämpft. Ich sehe keine weiteren Ziele. Keine Wiederbelebungsdrohne. Vielen Dank. Danke. Hey, hier oben gibt es doch coolere Figuren. Achtung, wir werden wieder gesehen. Ich weiß nicht, was uns da angegriffen hat. Da hinten auf der Straße. Oder? Ich weiß nicht, ob das einer war. Kommt ins Dorf rein, hier gibt's Rebellen. Haben wir es erfolgreich geschafft? Ja. Okay. Wow. Das würde ich. Komisch, was dir passiert ist. Wo sagtest du, gibt's noch bessere Figuren? Hier bei mir. Also. Hier, bei dir. Hier, im Dorf. Zwischen den beiden Staaten. Das ist ja ein richtiger Souvenirshop. Ja. Da gibt's die in allen möglichen kleinen Ausführungen hier. Wenn man hier oben reinmarschiert, gibt es hier sogar eine etwaigen größeren Ausführung. Das ist ja ein richtiger Fanclub von dir. Ja, ist doch cool, oder? Mhm. Naja, kannst dich ja mit dieser... Wie hieß sie? Lasagna. Ja, genau, die Lasagna. Ja, mit der werde ich mich nicht unterhalten, außer mit meiner 9mm Desert Eagle, die ihr dann nur drauf wartet, ihr eine Kugel reinzujauen. Mhm. Ja gut, also. Ich heiße nicht umsonst Streamer, nicht wahr? Mhm. Hauptsache, du bist nicht der Reaper aus dieser einen amerikanischen Cartoon-Serie. Wie hieß die nochmal? Hä? Ach, die kennst du garantiert nicht. Die gruseligen Abenteuer von Billy und Mandy. Woher soll ich denn sowas kennen? Noch nie gehört. Ich kenn's auch nur durch, was ist das von Sender Cartoon Network? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn things go boom. Zwei Schuss und der Heli fällt vom Himmel. Haben wir irgendwo ein nettes Auto? Ja. Hier stehen genug zur Auswahl rum. Garantiert. Nehmen wir mal den. Mann, war da ein schönes gefunden. Moment, ja, ich fahre. Noch. Mein Platz. Ja, ist ja auch richtig. Nein, ist schon gut. Ich kann auch von hinten Befehle geben. Okay. Gut. Nach links. Ich glaube, ich gebe mal meine Maske nach hinten drehen, damit die Schläge auf den Hinterkopf nicht beteiligen. Aber Schläge auf den Hinterkopf und das Denkvermögen. Denk dran. Ich brauche nicht erhöhtes Denkvermögen, ich habe schon erhöhtes Denkvermögen. Und ich denke nicht, was ich denke, was ich denke, dass ich denke. Mhm. Nach rechts abbiegen. Hat jetzt keiner verstanden, ne? Ist gut. Aber nee. Stopp. Naja, noch nicht. Wann nicht hier Feinde! Oh. Wer ist da? Okay. In diesem kleinen Gebäude haben wir eine Kleinigkeit, die wir mitnehmen wollen. Oh. Lass doch mal stehen! Ja, nicht so schräg, du. Naja, ja. Wenn jetzt hier ist. Das ist so aufgeräumt. Was gibt's denn hier? Was sind das denn? Das da. Sind das Mini-Lamas? Was ist denn hinterm Gebäude? Hier vorne. Hä, wo? Ach, hier. Das hier. Oh. Mini-Lamas? Ja, hier. Ja, ich glaube, das waren mal welche.
glaub, das sind Ziegen. Obwohl hässlich, nein. Auch keine hässlichen Ziegen. Sie bluten noch, sie sind also sehr frisch. Hat jeder das eingesammelt? Ja. Okay. Arme geschändete Tiere. Wollen wir das Auto hier vorne nehmen? Das ist ein Zweisitzer. Oh, das ist ein Viersitzer. Und das hier? Ja, dank. So, jetzt nach rechts weiter. Unser Ziel ist es, in die Kirche rein und Ibarra töten. Okay. Das scheint der Prediger zu sein. Aber es könnte gefährlich werden, deswegen halten wir hinter dieser Kurve. Wo hinter der Kurve? Stopp. Stopp. Hier halten. Und von hier aus gehen wir zu Fuß weiter. Im Berg hoch, nicht der Straße folgen. Jo. Das denke ich besser, einmal den Berg hier zu nehmen. Ach Mann, wir sind doch schon rand und schlank. Da müssen wir doch nicht noch bergsteigen. Herr Scharfschütze. Beschwer dich nicht. Schnauze, Soldat. Oh, ach oh, mal. Siehst du, hier brabbeln welche. Im Namen des Vaters das und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist irgendwie falsch. Geheiligt sei dein Name. Dein Geist komme, das dein Wille geschehe. Das ist so eine amerikanische Sekte, die eine ganze Region unterworfen hat. Hey, die haben wenigstens einen kurzen Lieferweg. Hier ist gleich der Friedhof. Oh, ist doch gut. Ich habe allerdings keine Möglichkeit, hier von oben irgendwo reinzuschauen. Ja, wir werden, ihr müsst da wahrscheinlich zu dritt anranzen. Ja, dann stumm. Also die 1 kann alleine ausgeschaltet werden, aber die Gefahr ist, dass die Leute bei der 3 euch sehen können. Hat ihr gerade über Hamburger geredet? Der Kerl ist hin. War doch klar, dass der wieder ans Essen geht. Also, bei der 3 sind ein paar Gegner. Ja, die sind zu viert. In der Kirche sind einige Leute, die am Beten sind, die alle auf Waffen schauen. Ich sehe unser Ziel. Vermutlich der Mann, der die Geschäfte für das Kartell führt. Wie viele, wie viele Gegner befinden sich am Eingang? Direkt am Eingang. Halleluja. Also wir haben einmal die 1. Ja. Dann haben wir bei der 3 stehen einmal 2 und bei der 4 stehen auch nochmal 2. Dann hätte ich sonst gesagt, ich mache die Sprengdrohne bei 3 und Reaper und Wamba erledigen die am Eingang. Ja, ja, würde ich gerne, aber ich sehe gerade Wambas Rücken. Ich sehe nur die 1. Bei der, so viele sind. Bei der 2 sind nochmal 3 Leute, die beten. Die sind quasi im Türrahmen. Okay. Gut, Kollateralschäden. Erstmal noch nicht. Ja, das sind ja bewaffnete Gegner. Also. Achso. Also ich würde 3 und 4, die 4 Personen würde ich ausgeschaltet bekommen, ohne Probleme. Ja, die sind doch mit der Sprengdrohne ganz gut zu kriegen, dachte ich. Oder, nein, die Sprengdrohne in Gebäude, wenn die dort alle bewaffnet sind. So kämen wir ansonsten nicht gleich ran. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Wir werden nicht drum rumkommen, die was werden... Was mit der 1? Die 1 geht gerade weg, ne? Ja. Ja, die 1 war alleine unterwegs als Einzige. Oh Gott, da scheint ein Zugriff. Okay. Das Sniper regelt. Ist unerwartet, das war aber kein Sniper. Ich rücke vor. Nö, aber es war genauso effektiv. Alle 4 mit einem Schuss. Ihr könnt vorrücken erstmal. Wobei, ich weiß nicht, die 3 ist die draußen? Ja, die 3 ist draußen, die könntet ihr jetzt. Ziel. Oh, ich bin wieder in meinem Busch. Mein Blickkontakt? Nee, die ist wieder reingegangen jetzt. Okay. Ich bin in meinem Busch. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht drum rumkommen, aufzufliegen. Okay, wir deswegen können das Ding mit Sprengsachen natürlich stopfen, die Kirche. Okay. Achtung, Achtung, links vom Gebäude, Achtung! Ja. Sprengdrohne könnt ihr zu 2 fliegen, dann erwischt du 3 Ziele auf einmal. Oder eine Granate reinwerfen, je nachdem. Ja, Moment. Okay, ich nutze die Sprengdrohne. Moment, Achtung, sie kommen raus. Türchen, kommt was raus. Sie kommen raus. Wir haben die Leichen gesehen. Ja, ja, sie kommen, kommt raus, kommt raus. Ja, warte. Ist denn jetzt Einsatz, dass wir Zugriff machen? Granate. Ja. Ich würde es tun. Granate ist ja, aber doch nicht so. Kann hier nicht raus. Achtung, da kommt von hinten einer. Reaper. Ich kann. Reaper ist gefallen auf den Stufen. Okay. Ach, da. Achtung, wenn du zu Hause gehst, hast du mich nicht erwischt. Abgeschaltet. Die Granate war gerade etwas böse. Sie hat mich ein bisschen gestört. Ach, da lebt ja noch was.
Ja, da leben noch einige. Nicht einfach reinlaufen. Oh. Reaper ist in der Kircheneingang. Ich bin ja. Bei ihnen. Moment, ich komme. Kircheneingang. Sonny! Ziel am Boden. Wiederhole. So. Ziel am Boden. Danke! Was ist er denn? Wir haben sie alle ausgeschaltet, wie es scheint. Okay. Wollten wir sie alle ausschalten? Ich dachte, wir hätten hier irgendwie ein Ziel, was war. Der ist mitgefallen. Das sollte mitfallen. So, der sollte getötet werden. Wir wollten den Priester eliminieren. Ach so. Und muss ich jetzt nochmal eine Lektion übers Vorrücken ohne Befehl machen, Reaper? Ist ja gut, Chefin, ich gehe ja schon in meine Ecke. Das ist ein eindeutiger Verstoß gegen. Na, hier draußen ist Spaß. Ja, drin bleiben. Der Heli ist sonst ein bisschen aggro. Für den Heli. Wann warst du deine. Ich hab alles hier gesammelt, ja. Okay. Das ist ein Unidad-Heli, der über uns kreist. Das ist aber auch keine schöne Art zu sterben in der Kirche. Ja, sie waren bei Gott. Oder was auch immer die da haben. Was ist denn der Unidad-Heli? Der kreist um uns jetzt. Wenn du aus der Kirche vorne rausgehst, dann links. Das ist jetzt genau links von der Kirche. Jetzt gleich hinter der Kirche. Muss auch jetzt schon weit weg sein, dann. Jetzt rechts von der Kirche. Der Kreis direkt über uns. Ausdauertraining für unseren Scharfschützen. Eins. Vater unser, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Himmelreich, so auf Erden. Egal wie viele Kugeln ich dem Kerl da reinjage, der fällt nicht um. Du schießt ja auch in den Rucksack, da sind die ganzen Mullbinden drin. Die fangen das ab. Schieß mir in den Arsch. Ja. Du weißt schon, er war das Bückstück der Truppe. Du weißt, ich habe eine schönheitschirurgische Ausbildung mit durchgemacht. Da ist ein bisschen Silikon drin. Ich dachte mit. Das hält aber bei einem 50er Kaliber, was da auf deinen Arsch prallt, höchstwahrscheinlich nicht sehr viel aus. Ja, das ist sehr dehnbar. Ich dachte, du hast eine Hautprothese. Nein, nicht dort vorne, Mann, das ist mit dem Kommando gedacht. Oh Mann. Wir haben hier vorne noch einen Heli. Wo ist vorne? Da, wo wir herkommen. Ja, die Straße runter. Bitte nicht überfahren. Du hörst schon wieder neben mir. Einmal anhalten. Der Wagen sieht auch wieder aus wie neu, ne? Mhm. So, wir werden Querbeet einfahren müssen, um den Heli zu bekommen. Nein, nicht hier. Erstmal um die Kurve rum. Okay. Und jetzt 90 Grad nach. War mein ja, Instinkt schon gut. Weiter, genau. Kommen wir da rum? Oder wird schwierig? Doch, das kriegen wir alles hin. Wenn er nicht ein bisschen nach links noch? Zwei Bäume zu. Also, das ist jetzt hoch? Halt kein so guter Gelände war. Hm. Okay, dann steigen wir aus hier und gehen zum Fuß den Rest. Oh. Ja, wir sind jetzt schon. Fast an einem Weg weiter nach links. Jetzt sind wir fast dran vorbei. Oh Gott, nein, vor uns ist ein Fluss. Jetzt wieder 90 Grad nach hinter uns. Hinter uns? Ja. Eieiei. Wir sind einmal rundherum gefahren quasi. Jetzt geradeaus. Ja, hier sind halt Bäume. Ja. Ich glaube, da kommt auch gleich ein Predator aus der Ecke raus. Stopp. Der ist ja gut versteckt. Oh. Das ist doch ein nettes Viech, oder? Ja, aber leider nicht bewaffnet, aber immerhin. Ich nehme etwas. Ich frage mich zwar, warum der hier so mitten im Nirgendwo rumsteht, aber okay. Ein geschenkter Gaul, weißt du doch. Na klar. Schräg rechts hinter uns. Hier ein Stückchen nach links. Perfekt.
glaube, ich sehe, ist das das Gebiet mit der Antenne von uns? Ich glaube nicht. Ist noch ein ganzes Ende. Okay. Einmal über den Fluss rüber und... Dann bin ich mal etwas an der Höhe. Negativ, das mit der Antenne haben wir vorhin bekämpft. Da haben wir schon eine Funktion gehabt. Jetzt könnten wir das so langsam sehen. Ich sehe noch nichts. Wobei auch nicht so richtig. Links oder rechts vom Fluss? Hier jetzt direkt rechts neben uns. Also hier kannst du irgendwo landen. Das ist ein, glaube ich, sehr ein gepanzertes Fahrzeug. Ja. Ja. Wir ist das in die Mine der da Bunker, unten. Ja. Ja. Da werden wir auch zu viert vorrücken. Einen kleinen Moment. Ja. Ja, dann werden wir jetzt aber die Speicher reinstellen. Genau. Setze okay. Drohne ein. So. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns bei der nächsten wieder, wenn wir dann da reinmarschieren. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.